Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder beim Geheimprojekt Dadot Tischlerstube. Diesmal stellen sich der Erich und ich die Frage: Erich, warum kommen wir bei den Kunden nicht so gut an? Ich habe mir auch schon den Kopf drüber zerbrochen, ich weiß es nicht. Du musst auch rechnen, nicht nur bei den Kunden, auch in YouTube. Unsere Aufrufzahlen sind nicht gerade sehr hoch. Wenn man jetzt den Michael Jackson hernimmt zum Beispiel, das ist ein blöder Vergleich, das sind keine Handwerkervideos, obwohl diese Tanzchoreografie ist ja auch ein Handwerk und der hat viel mehr Aufrufe und der ist sogar tot. Wenn er noch leben würde, hätte er noch mehr oder hat er gerade so viele Aufrufe, weil er tot ist. Erich, ist unser Problem, dass wir noch leben, eventuell? Müssen wir sterben, um zu leben? Das hat der Falco gesagt. Der hat auch mehr Aufrufe wie wir. Ach so? Ja, und ich glaube auch, dass die Kunden zufriedener waren. Obwohl, da hat es einmal ein Konzert gegeben, habe ich gehört, da ist ziemlich gut gegangen, ehrlich. Ich glaube, da war der Kunde auch nicht sehr zufrieden. Aber bei uns geht es heute nicht um Musik, sondern um Beilag-Dingsbums. Wie sagt man zu diesen Dingsbums-Bums-Dings? Naja, sagen wir so, wir haben jetzt viel Zeit, weil seit der letzten Arbeit haben wir jetzt wieder sehr viel Luft. Ja, warum haben wir so viel Luft? Weil die Kunden nicht so, die Freude war nicht so groß, oder? Weiß nicht. Aber die Arbeit hat gepasst, das haben Sie selbst gesagt. Mit der Arbeit waren Sie sehr zufriedener, aber das Rundherum, glaube ich, war ein wenig, oder? Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel gesprochen, glaube ich. Habe ich zu viel gesprochen? Dort schon, ja, du hast immer gesprochen dort. Du hast nicht gesprochen? Nein, ich habe nicht, ich habe gearbeitet. Das heißt, das Problem liegt bei mir? Ich glaube, ja. Wie werden wir das in Zukunft verbessern? Na, ich werde mehr sprechen. Und ich sage nichts mehr. Okay, das heißt, du glaubst, wenn du mehr sprichst, dann okay. Na, wird es auch nicht besser. Aber ist egal. Ja. Wir verlagern das Problem. Auf jeden Fall, wir haben diese Beilagscheibe, ehrlich, wir haben das jetzt schon einmal benutzt. Was sagst du? Hat ausgezeichnet. Extrem gut funktioniert. Wir haben das beigelegt. Dann haben wir aber festgestellt, dass wenn man mehrere Korpusse, nicht Korpusse, oder? Der Korpus, das Korpus, des Korpuses. Ist das richtig, Erich? Ich weiß nicht. Ich habe da eine schlechte Deutschlehrerin. Okay, wir wissen nicht. Aber ihr wisst, was wir meinen, oder Erich? Das wisst ihr sicher. Auf jeden Fall haben wir die Korpusse nebeneinander hingestellt. Und dann, wenn man das inzwischen, hier ist der nächste Korpus rein, das fällt um, fällt weg. Jetzt haben wir das mit Klebeband angeben müssen und haben uns gedacht, das kann es nicht ganz sein. Wir brauchen D-Stücke. Jetzt haben wir uns diese D-Stücke eigentlich gefertigt. Die legen wir so zwischen Korpus, dann kommt der nächste Korpus und oben kann man wieder eine Reihe Bretter drauflegen. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe YouTube-Gemeinde? Ihr müsst jetzt in den Kommentaren unten, drückt kurz auf Pause, schreibt in die Kommentare, ob ihr euch das so vorstellen könnt, damit wir wissen, wie wir jetzt weitermachen. Kurze Pause. Also die Leute drücken sowieso Pause, Erich. Achso, wir können weiterarbeiten. Wir können weiter, okay. Ja. So, Pause ist jetzt vorbeigedrückt. Ihr habt jetzt einen Kommentar geschrieben, ob ihr euch das vorstellen könnt. Wir fertigen dieses selber. Erich, willst du das fertigen? Nein. Okay. Wir haben Hölzer, Resthölzer genommen, Fichte, haben die beleimt wieder mit diesem Filz, mit dieser Schaumgumme. Mit normalem wasserfesten Leim eigentlich. Der Erich hat das mit der Spachtel aufgezogen und dann haben wir es in die Presse gegeben. Und jetzt haben wir es mit der Kreissäge zugeschnitten, kann man auch mit der Handkreissäge und mit der Führungsschiene zuschneiden, ist gar kein Problem. Jetzt haben wir uns hier so eine Leere gemacht, damit das hier bündig ist. Und das ist so dick, wenn ich das bündig hier herlege, habe ich das gleich automatisch mittig aufgeteilt. Diese kleine Vorrichtung hat ein paar Sekunden gedauert zu machen und jetzt braucht man nicht mehr kontrollieren. Jetzt schraube ich hier, also einmal vorbohren. Dann kommt diese Schraube rein. Sieht gut aus. Und jetzt kann ich das auf der anderen Seite wieder genauso vorbohren. Schraube rein. So, es ist wichtig, die Schraube ganz zu versenken, wenn man oben wieder Platten oder so rauflegt, damit der Schraubenkopf nicht herausschaut. Denn was ist, wenn der Schraubenkopf herausschaut, Erich? Du hast nicht mal Hallo noch gesagt. Das macht ja nichts.
Was ist, wenn der Schraubenkopf herausschaut? Sag erstmal Hallo, Erich. Ja, hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Kleine YouTube-Gemeinde. Ganz kleine. Ganz klein, ja. Warum schaut dir keiner zu bei deinen YouTube-Videos? Ich mache keine. Ach so, aber du bist immer dabei. Ja. Die Freude wirkt jetzt... Erich, wirst du gezwungen? Machst du freiwillig mit? Das ist eine gute Frage. Ist die Haltung artgerecht? Wirst du artgerecht gehalten? Ich weiß nicht, wie es bei den Menschen ist. Bei den Hühnern weiß ich es. Also, wirst du wie ein Huhn gehalten? Musst du Eier legen? Ich glaube, ich sehe dich wieder. Erich, warum muss der Schraube versenkt sein? Damit nicht wieder so viele Kratzer drin sind wie beim letzten Mal. Also beim letzten Mal haben wir Kratzer. Okay, liebe YouTube-Gemeinde, wir sagen danke. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Oder Erich, wollen wir noch was herzeigen? Ich weiß, ist das schon zu viel? Ich kann noch eines machen, ein größeres. Aha. Wir haben ja längere, also, wir haben uns dazu entschieden, verschiedene Längen zu bauen. Kurze, lange, das würde für Küchenkorpus reichen und hier für kleinere Bücherregale. Und von diesen Teilen kann man mehr in Serie legen. Auf jeden Fall, wir haben so viel gerichtet, dass es für unser Berufsleben ausreichen wird, oder Erich? Denn ich bin jetzt ungefähr 30 alt, du bist ca. 60 alt, ist zusammen 90. Wenn wir zusammen werden wir schon in Pension, aber jeder einzeln nicht. Was ist, wenn wir als Gruppe... Ich denke, ich schraube das da fertig. Ich glaube, deswegen haben wir nicht so viel. Wir müssen ernster wirken. Ich sehe das bei den anderen YouTubes. Bei den anderen? Was siehst du da? Ja, die sind ernster, die haben mehr Aufrufe. Das heißt, wir müssen an uns arbeiten. Ja, wir müssen ernster werden. Oder ordentliche Videos. Ordentliche Projekte. Haben wir ordentliche Projekte? Achso, ja. Ich weiß nicht. Wie soll das weitergehen? Liebe YouTube-Gemeinde, soll der Erich und ich, sollen wir überhaupt noch weitermachen? Belästigen. Nee, das stimmt nicht. Du bist zwei Deck. Da sind 9 mm Luft. Danke, Erich. Erich, sollen wir. Achso, das ist rund, das muss sich auf zweimal schrauben. Liebe YouTube-Gemeinde, sollen wir noch weitermachen? Oder sollen wir aufhören? Fühlt ihr euch belästigt? Was ist, wenn sich die Leute belästigt fühlen? Sie wollen gar nicht zuschauen, müssen das, weil sie irgendwie so Zwänge haben, dass sie das anschauen müssen. Weißt du, was ich meine, Erich, so Zwänge? Ach so. Was ist, wenn die so Zwänge haben? Unsere paar Zuschauer. Weißt du, wie das ist mit Zwängen, Erich? Ja, du hast keinen Ordnungszwang. Warum nicht? Was ist da? Der Bohrer ist rausgesprungen. Das ist ein Schnellspannfutter. Das kann die Bohrer einfach so rausspucken. Soll ich da mittig auch einen geben, Erich? Na, ich würde sagen, du kannst dich schon verabschieden. Soll ich mittig einen geben? Ja. Na, das will ich schon fertig zeigen. Ja. Das will ich schon fertig zeigen, Erich. Da messe ich jetzt, aber dann die Mitte sehe ich das nicht. Erich, war mir schon Mittagessen? Ja. Ich habe einen Hunger. Was hast du gegessen heute? Dasselbe wie du. Wir waren bei meinen Eltern. Was war das? Hallo. Warum laden uns deine Eltern überhaupt zum Essen ein? Na, sie wissen, wir kriegen nicht viel weiter. So, ich würde sagen, du kannst dich schon verabschieden. Ich sage danke. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gefällt mir, Daumen drauf, abonniert den Kanal. Der Erich muss sich auch noch verabschieden.